Die Drohung der Europäischen Union, Ungarn wegen Verstoßes gegen Rechtsstaatsprinzipien Milliardenförderung zu entziehen, sorgt für neue Spannungen zwischen Budapest und Brüssel. Ungarns Chefunterhändler sagte am Abend, man glaube, dass es sowieso nicht zu der Kürzung komme. Außerdem gelobte das Land Besserung. Bei der EU ist man aber skeptisch. Die Kommission geht davon aus, dass es noch immer ein Risiko für den Haushalt gibt. Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Gelder vor Missbrauch geschützt sind. Die Kommission schlägt vor, 65% der zugesagten Mittel für drei laufende Programme zu streichen, zusammen ungefähr 7,5 Milliarden Euro. Die Entscheidung könnte bedeuten, dass Ungarn bis zu 20% seiner EU-Gelder in den kommenden 7 Jahren verliert. Es ist allerdings möglich, die EU noch umzustimmen. Dafür hat das Land ab jetzt 2 Monate Zeit. Einigen EU-Abgeordneten geht der Druck deshalb noch nicht weit genug. Sie hätten alle europäischen Gelder einfrieren sollen. Wir wissen jetzt, dass alle Programme und alle Haushaltsmittel Teil des Korruptionssystems von Orbán sind, von seinen Freunden und seiner Familie. Was wir darüber hinaus brauchen, ist ein anspruchsvoller Plan, um die Herrschaft des Gesetzes wiederherzustellen und die Art zu verbessern, wie das Geld in Ungarn verwendet wird, ohne Korruption. Die Regierung von Viktor Orbán steht nicht zum ersten Mal in der Kritik wegen ihres Umgangs mit Rechtsstaatsprinzipien. Aber gerade jetzt, wo dem Land ein wirtschaftlicher Abschwung droht, braucht Budapest das Geld der EU umso dringender. Die ungarische Regierung will alles dafür tun, damit dieses Geld wieder freigegeben wird. An diesem Montag kommt zum Beispiel ein neuer Antikorruptionsgesetzentwurf ins Parlament und sie hoffen auf einen Deal mit Brüssel im Laufe des Jahres.